Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom T3C Parcours. Wir sind letztes Mal stehen geblieben mit der Höhlen-Challenge, haben die abgeschlossen und dann habe ich mich noch ein bisschen dumm und dämlich gesucht für Challenge 9, bis ich mich jetzt entschieden habe, das Büchlein zu nehmen für die Koordinaten. Denn wir sind mit Zone A fertig und wir sind jetzt in Zone B und kommen jetzt in die goldenen Höhen. So, Start ist hier links. Dann gehen wir hier mal ganz entspannt durch. Let's test your sense of balance. Ist ja ein leichtes hier. Ich hatte kurz Angst, dass ich doch noch runterfall. Warte mal. Da habe ich jetzt routinemäßig Steuerung gedrückt zum Sprinten. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern hier ganz normal machen. Das heißt ganz normal. Normal wäre ja eigentlich mit Steuerung, aber wie es damals war, normal. So. Hier wollen wir wieder. Hier wollen wir natürlich schön den Sprung. Da so einen Kombinationssprung, sag ich mal, machen. Wäre das ein bisschen einfacher. Genauso hier. Wobei hier hätten wir das nicht machen müssen. Egal. So, zack. Gehen wir hier ganz entspannt nach oben. Und gucken uns das Ganze nochmal von hier unten an. Denn wir haben hier bestimmt was übersehen. Muss übrigens sagen, ich habe jetzt mal noch eine andere Musik. Playlist angemacht. Vielleicht hören wir jetzt noch mal das ein oder andere Lied. Bin ich mal gespannt. Vielleicht eigentlich schon wieder Regen. Checkpoint. Ich wollte gerade fragen, warum sind eigentlich die ganzen Checkpoint-Türen mit Eisentüren gemacht? Bis mir dann eingefallen ist, warte mal, Holztüren kann man ja sonst einfach so schummeln und per Hand aufmachen. Oh, da wollte ich zu viel. Dann gucken wir uns die Challenge ja auch nochmal von unten an. Oder die Stage, muss man ja eher sagen. So. Aber wir sind ja fix wieder hier oben. So, weil ich dachte, wir müssen hier erst drüber und im Sprung dachte ich, warte mal, wir können auch auf dem Block erst. So. Und hier runter einmal. Sehr schön. So, hüpf, hüpf, hüpf. Hier? Gerade haben wir einen Lauf, ne? Aber wahrscheinlich sollte ich das nicht jinxen irgendwie. Aber egal. So, Checkpoint. Ja, nochmal drücken. Ich meine, eigentlich brauchen wir das bis dato nicht, weil wir ja noch nicht gestorben sind. Aber sicher ist sicher. Kann ja besser abgesichert sein. Dass wir nachher mehr machen müssten. Nein, zur Not könnte ich auch hier wieder hinfliegen oder mich hierhin teleportieren. Also sieht natürlich schöner aus, wenn wir das schon mit den Checkpoint-Türen machen. Was haben die eigentlich drauf? 10. Okay, das kann man so normal nicht bekommen. Ich glaube, 3? Anders? Stufe 3 kann man bekommen. Ich sprinte nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das gestaffelt ist. Also, ob die Verzauberung, sag ich mal, nach Blöcken geht. Also, ich glaube, man stirbt ja ab 21 oder 22 Blöcken Fallhöhe. Ohne
irgendwas. Also, kann jetzt auch sein, dass ich mich irre. Ich meine, irgendwie so in dem Dreh war das. Jetzt weiß ich nicht, gibt quasi Feather Falling 1 irgendwie, dass man einen Block mehr überlebt oder reduziert das irgendwie prozentual den Schaden runter, den man durch Fallschaden bekommt? Das frage ich mich tatsächlich gerade. Ist auch sowas Belangloses, ne? Ich habe hier gerade irgendwie ein Déjà-vu, wie ich hier hochspringe. Ja, einmal müssen wir das noch machen. Ist ja auch nicht das Problem. So, perfekt. Oh, da sollten wir nicht... Okay, hat auch extra einen Block weiter hier reingebaut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh. Da wollte ich zu viel. Wollte aufhören, irgendwie versuchen, alles so ewig viel in eins zu springen. Zumindest wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Aber naja. So haben wir ein bisschen mehr von der Stage. Oder... Gerade sagen, bis da hinten hin, das ist wieder ein bisschen weit. Aber so ist das doch ein bisschen besser machbar. Ich finde ja echt schön zu sehen auch, wie sich ja diese Schwierigkeit von den Sprüngen verändert hat. Also wenn es hier zum Beispiel heißt, dass es eine harte Stage ist oder eine Challenge. Oder eine Extrem hatten wir ja auch schon mit den Türen da zum Beispiel. Ne, den Türen? Ne, mit den Pistons. Sowas heutzutage mit solchen Vierersprüngen gemacht wird als Extrem oder noch andere Dinger. Regnet schon wieder. Das ist jetzt halt noch so. Oder war damals. Ich dachte gerade, ob da vielleicht noch ein Diamant versteckt ist. Das sind jetzt halt trotzdem noch Dreiersprünge. Aber weil man hier nicht so gut, ja, ich sag mal, auf dem Block sprinten kann, oder konnte, man da ja noch nicht die Sprint-Taste hatte. Also das wäre zumindest die Erklärung, wie ich sie hätte. Wenn man mal ehrlich ist, die Pisten-Challenge da, also die war zwar schwer, oder was heißt schwer, die war ätzend. So kann man es, glaube ich, eher nennen. Ich sag mal, der Schwerpunkt bei der Challenge war ja auch eher, dass wir... sprinten mussten auf einem Block, der sich recht schnell bewegt hat. Dadurch, dass wir eben nicht die Option haben, mit einer einzelnen Taste zu sprinten, sondern Doppel-W drücken müssen, nimmt das unser kleines Zeitfenster ganz gut weg. Aber naja. Wichtig ist, wir haben es da geschafft und hatten zumindest noch nicht irgendwie so ein ganz fiesen Sprung. So, auf jeden Fall sagen, gerade hier die Challenge, die deutlich längere Stage ist. Aber finde ich an sich auch nicht verkehrt. So. Ey. Sehr schön, Diamant gefunden. Ich glaube, wir brauchen die Bücher und das Papier da nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wofür wir es brauchen sollten. Und das ist echt schön, wenn die Challenges hier so ein bisschen länger sind. Walk along this glass pane.
Ein? Ein. Pane. Wir nennen es Pane. Denn es ist nicht Pain wie Schmerz und auch nicht Plane wie Flugzeug. Es ist Pane. So. So, auf jeden Fall finde ich solche längeren Stages auch ganz schön. Meine ist natürlich ätzend, wenn man dann runterfällt und alles nochmal machen muss. Aber ist ja auch. Habe ich zum Beispiel vergessen zu sprinten. Aber wir haben es noch hinbekommen. Wir gut sind. Die mir eure Kraft geliehen habt. Nicht wie Sangoku. Mit Genki Dama. Oder Kamehameha. Hier ist ein Mini-Checkpoint. Ist hier noch was? Nee. Ein bisschen müssen wir noch in die Höhe. Use the Sneaky. Ah, sind doch Profis. Wir wissen das. Das muss ich übrigens auch sagen, das finde ich immer häufiger bei solchen älteren Karten. Da gibt es viel mehr Hinweise. Ich habe jetzt kein Problem damit, dass es die auf neueren Karten nicht gibt. Aber früher wurde da irgendwie viel mehr mitgemacht. Aber ich kann mich natürlich jetzt gerade auch täuschen und ich hatte einfach nur Glück oder Pech mit den Karten, je nachdem, wie man das sehen möchte. So, ich finde im Schnitt bei den älteren Karten, die ich bis dato gespielt habe, waren mehr Hinweise. Sehr schön. Dann haben wir die Challenge fertig. Sind sogar diesmal ein bisschen besser in der Zeit. Glaube, wir sind ja jetzt immer ungefähr bei eine Challenge pro Folge. Ja, dann holen wir ja jetzt langsam auf. Wir gehen sogar jetzt in Zone C, in Desert Temple. Difficulty normal. So, Narrator. Rumors have said that this temple holds an immeasurable amount of treasure. Ich hab's absolut falsch gelesen, aber egal. Seeking for wealth and fortune, you and Tetrix ventured into the temple that was rumored to be filled with traps. Ja, das ist schon mal nie so schön zu hören. There's nothing here, maybe there's some sort of a switch around here somewhere. The holes on the ceiling look suspicious. Okay. Hier ein Tempel mit Fallen oder wie soll ich das sehen? Lever, let's pull it. Oh, the wall moves. Oh. Lever opens up this corridor. Let's see where it leads to. Hoch? Ah? Hat sich da nicht noch was bewegt? Okay. Oh, we are back where we started. Maybe this is a sort of a checkpoint or something. I have no idea where to go. Wait, did I hear something? Let's go back to the previous room. Okay, also müssen wir hier nichts machen. Jetzt hier quasi, oder? Ah. I was right, it opens up this chamber. Anyway, what is this room? Okay, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Achso, oh. So. Zack, hier rüber. This lever opens something somewhere. If we check the corridor. Ich hoffe natürlich jetzt einfach nur bei den Sachen, wenn ich hier was öffne. Oh, hier ist was geöffnet. We have to be quick for this one. We can jump before the platform is out. Ah, okay. Ah, da muss ich ein bisschen besser drauf springen.
Ah, da muss ich immer noch ein bisschen besser drauf springen. Ich finde irgendwie nicht den richtigen Winkel. So, perfekt. Würde ich aber sagen, den Rest von dem Tempel entdecken wir in der nächsten Folge. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.